Ja, herzlich willkommen zum Online-Tutorial, die perfekte Vorbereitung auf den Immobilien-Exit. Und ich möchte dir heute einfach mal das näher bringen, warum man sich schon beim Kauf, beim Immobilienerwerb und natürlich laufend auf einen Immobilien-Exit vorbereiten sollte. Steigen wir also ein, warum zu jeder Immobilienkauf ein Exit-Szenario gehört. Und ich will dir kurz vorstellen, um was es jetzt hier im Online-Tutorial geht. Punkt 1, den wir uns anschauen, warum du für den Notfall ein Exit-Szenario aufstellen solltest. Phase 1 Vorbereitung, Phase 2 Finanzierung, Phase 3 privat oder gewerblich und Phase 4 kontrolliere laufend deine Strategie und Phase 5 finde den richtigen Partner für deinen Exit. Und dann ziehen wir noch ein kleines Fazit. Ja, steigen wir also in Punkt 1 ein und man glaubt es selber kaum, aber es kommt vor. Es passieren ungeplante Dinge im Leben und dann haben wir ein Problem, wenn wir dort Verpflichtungen eingehen, Verpflichtungen über einen langen Zeitraum. Und das machen wir im Immobilienerwerb. Nicht nur, dass wir meistens das refinanzieren über eine Finanzierung, bankenseitig, die manchmal 30 Jahre und länger läuft, sondern auch andere Verpflichtungen, die man hat als Eigentümer, und zwar eine Eigentümerversammlung, das Hausgeld zu zahlen, auch bei Leerstand das dann weiterzubringen. Das bedeutet, muss mir klar sein, ich habe hier eine krasse Verpflichtung und es ist alles an meine Arbeitskraft oder Bonität und Vermögen geknöpft. Deswegen muss ich mir immer darüber klar sein, was passiert eigentlich, wenn einer dieser Punkte dann, wenn da was passiert. Deswegen ist es die Entwicklung der Objekte des A und O, das werde ich auch nachher nochmal ganz genau zeigen. Und in diesen schwierigen Situationen, die haben nämlich alle was gemeinsam und wir kennen das ja auch, weil wir auch Objekte am Markt verkaufen. Das große Problem, es muss dann immer schnell gehen und wenn man dann anfängt, erstmal nach einem Makler zu suchen, nach jemandem, der einem die Immobilie bewertet, wenn man dann anfängt, vielleicht mal die erste Kaltmieterhöhung zu machen, weil der Makler sagt, pass auf, wir haben hier eine niedrige Kaltmiete in dem Objekt, da kriegst du vielleicht nur 80 statt 100.000. Fängt man an, vielleicht die erste Mieterhöhung zu machen, aber da haben wir auch eine Kappungsgrenze. Man darf ja nur alle 3 Jahre die Miete nach dem Mietspiegel erhöhen um 15%, wenn die Kappungsgrenze gilt, und um 20%, wenn sie nicht gilt. Und wenn man dann anfängt, dann macht man eine Mieterhöhung, aber dann ist man raus, auch wenn man da noch Luft hatte, weil man ja wieder dann 3 Jahre warten muss. Und so ist das dann alles schwierig und man kommt nicht aus dem Quark. Und dann, wenn es dann halt schnell gehen muss, muss man dann wahrscheinlich weit, weit unter Markt verkaufen, damit das dann über den Tisch geht. Und das ist sehr, sehr viel Geld und das möchte ich auch bewusst machen bei Immobilien. Wenn man 20% weniger kriegt und ich sage mal, die kostet halt jetzt mal 100.000 die Eigentumswohnung, was auch sehr niedrig ist, aber nehmen wir das mal an, dann sind es gleich mal 20.000 Euro weniger. Und das ist wirklich sehr viel Geld. Und was wäre dafür notwendig gewesen, dieses Geld zu verdienen oder das zu behalten? Das ist einfach, wenn man sich im Vorhinein über verschiedene Sachen Gedanken macht und die Sache auch mal vom Ende her denkt, auf die man jetzt vielleicht nicht sofort kommt. Und das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig, weil in dieser Stunde oder in diesen 2 Stunden, die man sich Zeit dafür nimmt, kann man halt durch seinen Angestelltenjob oder so gar nicht verdienen, wenn man wirklich dann vielleicht 10 oder 15% mehr kriegt, als wenn man dann ungeplant einfach drauf losverkaufen will. Genau, Gründe kann es zum Beispiel sein. Was haben wir so für Gründe, klassische? Wie gesagt, Scheidung ist sehr oft ein Thema, wo dann das Vermögen aufgeteilt wird, wo dann vielleicht ein Barausgleich geleistet werden muss. Und das geht wirklich nur durch ein Objektverkauf, weil eine Nachbeleihung nicht geht. Jemand wird arbeitslos, eine Krankheit, hatten wir jetzt auch gerade einen Fall, jemand ist BU geworden und also berufsunfähig. Und die Versicherung, die prüft jetzt schon seit mehr als 1,5 Jahren und in der Zeit geht halt vielleicht das Geld aus. Ja? Und verändertes Zinsszenario, das haben wir jetzt nicht, weil jetzt kommen wir eigentlich aus einer Hochzinsphase die letzten 20 Jahre und sind schon mitten in einer Niedrigzinsphase. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Und das kann natürlich dazu führen, wenn ich dort ein großes Portfolio habe, was vielleicht in 5 oder 10 Jahren ausläuft, dass man dann das auch verkaufen muss, das Objekt, weil ich einfach mir die Rate gar nicht leisten kann. Was noch ein zusätzlicher Punkt ist, weshalb oft verkauft werden muss, ist das Alter. Bedeutet, wenn man jetzt als Investor vielleicht schon 55 plus ist, dann wird es schwieriger mit der Finanzierung. Ich sage dann nachher nochmal was zur Wohnungsbaukreditrichtlinie.
Und dann kriegt man auf Bankenseite vielleicht gar keine Finanzierung mehr und da ist noch eine große Restschuld drauf. Und dann ja, muss ich das halt verkaufen, wenn es dann nicht weitergeht an der Stelle. Und die Bank dann das Darlehen fällig stellt. Und das haben wir auch sehr oft, dass da Eigentümer überrascht sind. Und ja, es gibt noch viele andere Szenarien. Und genau, wir schauen uns erstmal dann was an. Genau, das hatte ich auch noch hier. Punkte, unerwartet hohe Sonderumlage. Wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten ein Objekt, da war im Objekt ein Hausschwamm. Und dieser Hausschwamm ist dann sogar noch aufs andere Objekt, aufs Nebenobjekt ist er rübergesprungen. Und weil es da irgendwie keine richtige Bauwerksabdichtung gab. Und das ist eine Sonderumlage, die war sehr, sehr hoch. Und für viele Leute, wenn es dann mal 30.000 oder 40.000 Euro Sonderumlage heißt, bedeutet, ich bin ja in der Gemeinschaft. Wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe mit allen anderen Eigentümern, ne, nehmen wir an, es ist ein Objekt mit 10 Parteien, ich kaufe eine Wohnung, bin ich denn mit den anderen 9 Eigentümern, wenn die alle nur eine Wohnung haben in der Gemeinschaft. Und wenn jetzt natürlich solche Kosten entstehen, bin ich am Ende des Tages Eigentümer und muss das bezahlen. Ne, und wenn ich das Geld nicht habe, dann kann es passieren, dass das Objekt dann zwangsversteigert wird und sich dann daraus bedient wird. Das ist natürlich auch nicht alles optimal, aber da muss man halt aufpassen. Probleme mit Mietern. Ja, ich habe auch einige Investoren, das sind nicht unsere Objekte, weil wir immer absolut, einer der wichtigsten Kriterien ist die Mieterprüfung, weil da entscheidet man sich, ob man 20 Jahre Spaß mit dem Objekt hat, wenn der so lange drin wohnt oder 10 oder 5 oder halt das Gegenteil. Und es gibt dort Mieter, wo man sagt, okay, ich kann mit dem nicht mehr weitermachen, das ist ein schwieriges Objekt, ich komme da nicht rein, ich kann es nicht entwickeln, gar nichts. Und dann führt es auch ab und zu mal zum Exit-Szenario. So, Entwicklung ist das A und O. Das muss man auch sagen. Viele Leute fragen mich beim Thema Finanzierung, was ist passiert, wenn die Zinsen steigen, zum Beispiel auf 4 oder 5, 6%. Dann sage ich immer, das ist ein Blick in die Glaskugel, aber es gab ja mal so ein Zitat. Man kann die Zukunft nicht voraussagen, es gilt aber, auf sie vorbereitet zu sein. Und das ist auch das Thema, wo ich tiefer reingehe, weil ich sage, eine Objektentwicklung, Mietentwicklung, Ausstattungsentwicklung, je nachdem, alles, was dazugehört, das ist A und O, weil umso höher meine Miete wird, kann ich zum Beispiel auch Zinserhöhungen kompensieren. Und das ist das, was wir natürlich in der Hand haben, weil keiner von uns ist jetzt der EZB-Präsident. Und kann jetzt Zinsen heben, senken oder sitzt irgendwo in der Bank und kann sich seinen eigenen Kredit ausgeben. Deswegen liegt das alles nicht in unserer Hand und wir müssen in die Glaskugel gucken. Und ich persönlich kann es auch nicht voraussagen. Deswegen ist es wichtig, auf der anderen Seite zu arbeiten. Die Dinge, die wir in der Hand haben, die wir verändern können, das ist auf jeden Fall die Entwicklung. Und wir schauen uns das mal an. Eine Bestandswohnung hat zum Beispiel 4% Einstandsrendite. Ich kaufe die, Faktor 25. Mietrendite ist 4%, bedeutet, ich habe 4.000 Euro Jahreskaltmieteinnahmen. Und der Faktor, der gibt an, wie oft ich die Miete multiplizieren muss, damit ich dann den Kaufpreis drin habe. Also ich müsste jetzt hier die Miete 25 Mal multiplizieren. Die Miete, dann habe ich den Kaufpreis raus und dann entspricht eine Mietrendite von 4%. So, nehmen wir mal an, ich habe Entwicklungskosten, ich kaufe das Ding. Nimm 7.500 Euro mit auf. Da haben wir auch ein schönes Tutorial gemacht zum Thema Modernisierung, weil das ist unter Umständen sogar noch steuerlich abzugsfähig im ersten Jahr. Das muss man natürlich prüfen. Da gibt es gewisse Grenzen, die man einhalten muss. Und ich kann dann die Miete, ich kann ja unter Umständen, wurde ja reduziert, kann ich ja einen Großteil der Modernisierungskosten monatlich auf die Miete umlegen und ich schaffe es sozusagen durch eine Ausstattungserhöhung, weil es sind immer. Es muss den Wohnwert verbessern oder energetische Einsparung sein. Dann kann ich das umlegen und danach habe ich zum Beispiel jetzt, ich habe Balkone mal angebaut und das ist mein Anteil dann, den ich dann zum Beispiel an der Gemeinschaft an Sonderumlage zahlen muss dafür und kann natürlich dann durch den neuen Balkon die Miete erhöhen. So, dann habe ich hier Miete nach. Genau, dann mache ich hier noch, könnte ich sogar noch eine Mietanpassung machen zur ortsüblichen Kaltmiete. Das habe ich jetzt hier auch nochmal vorgenommen. Bedeutet, ich habe ja hier die Möglichkeit, nach dem Mietspiegel dann noch zu erhöhen. Dann kann ich die nochmal erhöhen.
Und wenn ich jetzt wieder den Faktor von 25 ansetzen würde, das heißt, ich habe ja für den Faktor 25 eingekauft, bedeutet, was würde denn passieren, wenn ich jetzt eine normale Mieterhöhung mache und eine Modernisierung, das wieder zum Faktor 25 verkaufen könnte? Dann wäre der Verkaufspreis 135.000. Und das ist schon ein Unterschied. Deswegen sage ich, Entwicklung ist das A und O und man bereitet sich dafür auch für auf einen Exit vor, der ungeplant ist, weil das sehen wir hier. Nehmen wir mal an, ich muss dann mit 135.000 Euro dann einen Notverkauf machen und mir nimmt das dann nur jemand mit 15% Abschlag ein und eine riesen Mietrendite dann in dem Fall. Dann kriege ich hierfür noch 114.750, wenn ich das jetzt einfach so lasse. Und das machen auch wirklich die meisten Investoren, da kann ich nur an euch appellieren. Eine Hausverwaltung verwaltet euch das. Das heißt nicht, dass sie proaktive Mieterhöhungen machen, dass sie eine Modernisierung durchführen. Ihr seid der Investor, ihr müsst es kontrollieren, ihr müsst das Gesamtkonstrukt im Kopf haben und müsst dann darauf pochen, zu schauen, jedes Jahr kann man hier die Miete erhöhen, ist die Ausstattung, passt da alles, ist was kaputt gegangen. Also ihr müsst den Dienstleister einfach kontrollieren. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass der schon alles macht. Und gerade die Hausverwaltung tun das nicht, zumindest hier in Leipzig, weil die auch recht gering vergütet werden und ein Personalmangel herrscht. Man kann denen das gar nicht übel nehmen. Wenn ich zum Beispiel mit anderen Hausverwaltungen telefoniere, die Verwalter, die dort auf dem Bestand sitzen, manchmal 500 Wohneinheiten. Da kann man ja nicht erwarten, dass der sich da mit der einzelnen Wohnung auskennt. Also ihr seid dafür verantwortlich, es ist eure Wohnung und ich gebe euch den Tipp. Ihr sucht euch Dienstleister, das ist richtig, weil ihr euch auf eure Kernkompetenzen fokussiert. Und könnt ja nicht alles machen. Ihr könnt weder Banker noch Hausverwalter noch Gutachter sein. Das ist auch nicht euer Job. Aber euer Job ist es, diese Dienstleister akkurat auszuwählen und zu kontrollieren. Und das ist zum Beispiel was wir halt jeden Tag sehen. Auch wenn Objekte schnell verkauft werden müssen, sie wurden nicht entwickelt und dann tut es natürlich weh, weil man hier in dem Beispiel zum Beispiel nicht mal das rauskriegt, was man eingezahlt hat. Hier nochmal das Thema Faktor. Das heißt, ein Investor, der schaut sich ja an, wie viel Cashflow hole ich aus dem Objekt? Wie viel Miete kommt da rein? Natürlich schaut er sich auch an, wie viel Potenzial hat das Objekt. Also wenn das jetzt schon eine voll entwickelte Miete ist und er in Zukunft da kein Potenzial hat, dann geht das. Also wir haben ja hier unterstellt, er kriegt jetzt genau Faktor 25, wie beim Einkauf. Vielleicht, wenn jetzt jemand sich das anschaut und sagt, die ist schon voll entwickelt, die Miete, dann kriegt er vielleicht nur Faktor 23, aber trotzdem kriegt er dafür natürlich mehr Geld. Ne? Und das ist halt wichtig, weil die Investoren, die draußen sind, die rechnen halt in Mietrenditen. Und wenn ich natürlich ein Objekt von 4 auf 5% Mietrendite bringe, dann ist es natürlich attraktiver, weil es natürlich einen sehr hohen Cashflow hat. Und jemand kann natürlich dann, wenn er das refinanziert über ein Darlehen, kann er natürlich auch ein höheres Darlehen abschließen, weil ja mehr Cash da ist. Ne? Das ist ja wichtig, weil wenn ich eine ganz kleine Mietrendite habe, nehmen wir mal an, nur 2% und schon 4% Kapitaldienst aus dem Darlehen habe, Kapitaldienst ist Zinsuntilgung, ja, dann muss ich ja jeden Monat so viel drauflegen, dass ich dann gar nicht bereit bin, diesen hohen Kaufpreis zu zahlen. Deswegen hier nochmal ganz wichtig, andere Investoren rechnen in Mietrenditen und Marktfaktoren und das ist für euch ganz wichtig. Wenn ihr einen Exit macht, dann braucht ihr ein perfektes Objekt, was euch aus den Händen gerissen wird, wenn ihr es mal notverkaufen müsst. Ihr müsst eure Hausaufgaben gemacht haben, weil dann wird dieser Abschlag, wenn es alle haben wollen, nicht so hoch sein, weil es einfach perfekt dasteht. Das an der Stelle. Genau, Vorbereitung. Punkt 1 ist, wenn man sich auf Exit-Szenarien auch vorbereiten will, dann gibt es natürlich diesen ungeplanten Exit, über den habe ich gesprochen. Das sind Notverkäufe mit hohen Abschlägen, Krankheit, Scheidung, Sonderumlagen, was auch immer alles bei einer Immobilie passieren kann. Hier nochmal die ganz klare Aussage. Gab es auch in unserem Buch mal Entspannt in Immobilien investieren, mal das Feedback. Wir haben nicht auf die Risiken hingewiesen. Die Risiken bei Immobilien sind immens. 90% kann man vielleicht mit dem Prüfprozess transparent machen, aber es bleibt auch immer ein großes Restrisiko. Und deswegen sage ich, ist so eine Exit-Strategie auch oder Exit-Szenario für ungeplante Dinge sehr wertvoll. Und man muss seine Hausaufgaben gemacht haben. Aber jetzt gehen wir mal ins geplante Exit-Szenario rein. Und da gibt es ja verschiedene Strategien. Zum Beispiel eine Buy-and-Hold-Strategie bedeutet ja, ich kaufe es, lasse es liegen, ist schon alles erledigt, fertiges Objekt, gut entwickelt. Dann kann ich sagen, okay, dafür brauche ich vielleicht keine so geplante Zinsstrategie und Exit-Szenario, weil da mit dem Ding stimmt alles, wenn es schon eine gute Einkaufsrendite
aufweist. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, okay, die Einkaufsrendite ist nicht so hoch und ich muss jetzt noch Dinge zum Beispiel entwickeln, dann macht ein Exit-Szenario schon wieder mehr Sinn, weil ich natürlich mehr Risiko habe. Das heißt, umso mehr Risiko ich habe, umso mehr Ungewissheit, umso mehr kann schiefgehen. Und dafür brauche ich natürlich Exit-Szenario für Buy and Hold. Nicht so stark wie zum Beispiel für Entwickeln und Halten, weil nehmen wir mal an, ich will das modernisieren und ich komme einfach in die Wohnung nicht rein, weil der Mieter sich so querstellt, dann habe ich ja dafür Modernisierungskosten aufgewendet, habe vielleicht eine ganz mickrige Mietrendite, ich kriege den da nicht rausgekauft, den Mieter, und dann habe ich natürlich ein Problem und dann muss ich das Ding wieder verkaufen können. Und habe ich natürlich ein Problem zum Beispiel, wenn ich eine Finanzierung auf 10 Jahre abgeschlossen habe und das jetzt eigentlich nächstes Jahr verkaufen muss, weil wir kommen gleich zu dem Thema, zum Thema Finanzierung. Ne, das Gleiche ist auch mit dem Thema Grundstücke kaufen und Baugenehmigungen sich geben lassen und das dann für das Doppelte oder Dreifache, manchmal sogar bis zum Siebenfachen zu verkaufen. Aber auch da wieder das Risiko, was passiert, wenn ich diese Baugenehmigung nicht bekomme. Bedeutet, Exit-Szenarien werden immer für geplante Themen werden immer wichtiger, umso mehr Risiken ihr eingeht, umso mehr Annahmen ihr trefft. Ne? So, ein Fix and Flip sowieso, sehr hohes Risiko, bedeutet, ich kaufe ein Objekt, mache es hübsch, mache Böden neu, mache von innen alles schick und verkaufe es dann für 30-40% mehr. Das ist schon mal der Punkt 1, Phase 1, also was will ich überhaupt machen, welche Strategie wähle ich, welche Objekte kaufe ich, mit welchen Faktoren, wie viel Projektierung und wie viel Risiko ist da im Gesamten. Darüber muss ich mir erstmal Gedanken machen, wir haben da ein ganzes Video zu dem Thema Lagestrategien und das ist, sagen wir mal, für das Exit-Szenario natürlich komplett entscheidend. Ja, Finanzierung, ich habe schon gesagt, was muss man dabei beachten? An für sich, wie lange will ich die Zinsbindung abschließen, nämlich das variabel oder festgeschrieben? Der Vorteil bei Zinsfestschreibung über 10 Jahren ist, zum Beispiel, ich nehme jetzt eine Zinsfestschreibung über 15 Jahre, 1,9%. Nach 10 Jahren kann ich jederzeit ordentlich das Darlehen kündigen, die Bank kommt da nicht raus und das ist natürlich interessant für meine Exit-Strategie, weil wenn ich gerade jetzt zu heute zu hohen Preisen einkaufe, habe ich da hinten eine Phase von 5 Jahren, wo ich mir überlegen kann, sind die Zinsen gerade gut, will ich es weiterfinanzieren oder will ich es abverkaufen, da bin ich dann sehr flexibel und kann gut planen, bedeutet hier für Objekte, die sehr, sehr hohe Einkaufspreise haben oder wenn ich schon viele Objekte in dem Jahr gekauft habe, macht vielleicht eine Zinsbindung 10 plus X Sinn. Das ist halt das Thema Gesamtportfolio. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich kaufe dieses Jahr 5 Eigentumswohnungen und mein Gesamtportfolio sind auch nur 7, dann kann ich natürlich nicht dieses Jahr alle 5 Wohnungen auf 10 Jahre abschließen, weil dann laufen mir irgendwann in 10 Jahren, laufen mir 5 Objekte aus der Zinsbindung raus und dann habe ich richtig zu tun, die entweder zu verkaufen oder weiter zu finanzieren und das Risiko, der sieht ja auch die Bank. Ja? Die Bank sieht, okay, da laufen nach 10 Jahren hier 5 Objekte aus und er hat nur 2. Das heißt, hier ist ein riesen Zinsrisiko. Und deswegen sage ich, muss man sich einmal das Darlehen natürlich für die Finanzierung, für die aktuelle, für das Objekt anschauen, aber auch immer schauen, wie ist das Gesamtportfolio. Das ist ganz wichtig für die Exit-Strategie, weil wenn ich dann 5 Objekte finanziere, kann ich ja 1 auf 10 Jahre abschließen oder auch 2 und die restlichen 3 mache ich auf 15 oder mache noch 1 auf 20. So habe ich dann, kann ich mich immer flexibel bewegen, das ist ganz wichtig. Ne? Also nach der Strategiewahl muss man sich ganz genau anschauen, wie finde ich die passende Finanzierung zu der Strategie. Bei Variable ist natürlich immer schön, das ist gerade für Fix und Flip vielleicht interessant. Ich habe natürlich keine Vorfälligkeitsentschädigung, habe keine Zinsbindung und kann natürlich dann jederzeit kaufen und verkaufen. Allerdings wollen viele Banken dieses Geschäft nicht, weil eine Baufinanzierung, das ist sehr viel Arbeit, das einzupflegen, eine Grundschuld zu bestellen und so weiter und so fort. Und wenn natürlich jetzt jemand nach einem halben Jahr oder Jahr die Immobilie wieder verkauft, dann hatten die da riesen Arbeit und kriegen dafür kleines Geld. Das heißt, da müssen die Volumen entsprechend hoch sein. Der Kunde muss gewisse Reputation und Bonität bei der Bank haben, damit man das überhaupt sinnvoll durchführen kann. So viel an der Stelle. Und Sondertilgung und Tilgungssatzwechsel sind auch nochmal Sachen, die sind strategierelevant. Da will ich auf mein Video nochmal verweisen, wie hoch ist die optimale Tilgung. Weil Sondertilgungsrechte und Tilgungssatzwechsel, es gibt ja ein BGH-Urteil, dass halt Sondertilgung und Tilgungssatzwechsel angerechnet werden müssen auf die Vorfälligkeitsentschädigung.
Und der Bank entgeht ja auch nur der Zins, der auf das Darlehen hätte zu zahlen sein müssen, also auf die restliche Summe. Und durch Sondertilgungsoptionen, zum Beispiel von 10%, hätte ich ja das Darlehen sehr früh zurückführen können. Das heißt, der Zinsschaden für die Bank ist sehr gering und ich muss eine niedrige Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Das habe ich da alles in diesem Tutorial erklärt und das ist natürlich wichtig für mich, wenn ich ein Objekt habe mit sehr hohem Risiko. Dann kann ich über Tilgungssatz, Wechsel, Optionen und Sondertilgungsrechte sagen, okay, ich schließe es zwar 10 Jahre ab, weil ich denke, das läuft gut, aber mich stört es auch nicht, wenn ich nach 5 Jahren das Ding kündigen muss, weil die Vorfälligkeitsentschädigung sehr gering ist, weil ich dann einfach den Tilgungssatz auf 6% anhebe und die Sondertilgungsrechte von 10 oder 15% mir einfach angerechnet werden müssen und dann ist gut. Und das sind so Sachen, die sollte man bei der Finanzierung auch beachten. Und dann gibt es auch noch das Thema Wohnungsbau. Kreditrichtlinie und ich habe ja schon gesagt, man braucht immer eine Zinsstruktur fürs gesamte Portfolio. Also auch das ist wichtig. Genau. Wohnungsbaukreditrichtlinie. Wir sehen uns das mal an. Also wir haben hier ein Beispiel, ein Investor A und B nehmen beide den gleichen Kreditbetrag auf, Zinssatz nominal 2,69, effektiv, Tilgungssatz der eine 2 und der andere 4%. Warum? Weil ist ja schon ein Unterschied. Jetzt, der eine hat eine Rate jetzt mit 2% Tilgung von 586,25, der andere von 836,25. Das ist natürlich dann, wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, ich habe 600 Euro Kaltmiete, wäre das natürlich bei B schon schmierig. Zudem sind ja auch noch Zinsen steuerlich relevant. Aber worum geht's? Eine Bank sagt, nehmen wir mal an, ich habe eine Zinsbindung von 10 Jahren und dann habe ich eine Restschuld nach 10 Jahren. Bedeutet, die Bank. Ja, das ist ja dann, was vom Darlehen ist da dann jetzt noch in dem Fall 115.000 offen und beim anderen 81.000. Und da kann ja zinsmäßig ja alles passieren. Und eine Bank, die kalkuliert dann risikoadäquat halt mit einem höheren Zins. Und das muss sich ein Investor noch leisten. Ob da jetzt ein höherer Zins passiert oder nicht passiert, das ist immer außen vor. Aber man müsste sich den hypothetisch leisten können. Und das ist halt so das Thema, dass man auch aufpassen muss, wenn ich jetzt sehr viele Objekte finanziere mit sehr hohen Kaufpreisen, also Neubau, Denkmalimmobilien, sehr teure Bestandsobjekte, die vielleicht vom Vertrieb, wo lange Ketten zwischen sind, die halt 30% über den Markt angeboten werden. Das gibt es ja alles da draußen, das sehen wir jeden Tag. Dann habe ich natürlich am Ende ein Problem, weil die Bank dann immer die 8% Restschuld da drauf rechnet. Und wenn ich jetzt nur mal nehmen wir mal an, ich habe jetzt 500 Euro Kaltmiete, dann wäre ich ja beim einen mit 586 nochmal knapp drüber. Aber dann ist das ja schon Cashflow negativ, dann in der 8% Annuität. Und wenn ich natürlich dann immer mehr dann reingebucht bekomme, dann ist das ein Problem mit der Haushaltsrechnung. Das seht ihr hier, weil jede Bank macht eine Haushaltsrechnung. Da habt ihr oben die Einnahmen. Das macht auch jede Bank anders. Zum Beispiel werden Mieteinnahmen bei der Bank 1 nicht voll angerechnet. Da seht ihr das ja 875 bei den anderen Banken, Bank 2 und Bank 3 voll. Genauso mit den Mieteinnahmen vom Finanzierungsobjekt, was jetzt finanziert werden soll. Also das ist so eine Anfrage, die ich gestellt habe. Und Ausgaben, da seht ihr die Banken auch alle unterschiedlich. Jede Bank hat ihre eigenen Lebenserhaltungskosten, Pauschalen und wertet halt Kreditraten auch anders ein. Bedeutet, bei der einen Bank kommt man vielleicht durch die Haushaltsrechnung und bei der anderen dann nicht. Was bedeutet das, was ich hier mit der 8% Annuität gesagt habe? Ihr kommt dann, wenn ihr zu hoch einkauft vom Kaufpreis, also zu hohe Kaufpreise, zu wenig Mieteinnahmen und dann zu kurze Zinsbindung oder ja, halt zu hohe Restschulden, dann kommt ihr näher, zerschießt euch diese 8er Annuität womöglich, weil wenn jetzt jemand ganz viel verdient, 100.000 im Monat, das ist ja auch egal, aber dann kann euch das unter Umständen irgendwann das Genick brechen und das, was ich immer wieder erfahre, ist, dass Banken da nicht aktiv darauf hinweisen und man selbst das gar nicht im Blick hat, wie ist eigentlich meine Kapitaldienstrechnung. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man die Objekte flippt, bedeutet, wenn man sie ankauft und dann gleich wieder verkauft, weil wenn man das zum Beispiel privat macht, es gibt sowas wie eine Drei-Objekte-Grenze, ich glaube, sowas gibt es auch ähnlich bei Autos, es gibt auch Grenzen, wie viel man da im Jahr verkaufen darf. Und wenn man dann halt zu viele Objekte im Jahr ankauft, verkauft, dann habe ich ein Problem. Und das muss man dann immer im Blick haben. Und unsere Idee ist daran immer, dass man zum Flippen, also wenn ich viele Objekte kaufe und gleich verkaufe, dass man das in der GmbH macht. Weil wenn man dann mehr als drei Objekte innerhalb von 5 Jahren verkauft, Zählobjekte, gehe ich gleich darauf ein, dann wird man gewerblich. Und was heißt gewerblich? Dass man keinen steuerfreien Veräußerungserlös mehr hat. Und das ist natürlich blöd. Und das gilt nachher natürlich für alle anderen Immobilien auch.
Was ist ein Zählobjekt? Ein Zählobjekt ist ein Objekt, was grundsätzlich in der privaten Vermögensverwaltung gehalten wird und länger als 10 Jahre. Das heißt, dieses Finanzamt unterstellt dort keine Spekulationsabsicht. Haben wir auch einen Blogartikel auf unserer Seite imler.de, gewerblicher, Vorsicht gewerblicher Grundstückshandel, da kann man das nochmal nachlesen. Und genau, das heißt, wenn ich jetzt heute 10 Objekte kaufe und nach 10 Jahren 10 Objekte verkaufe in einem Jahr, ist es kein Problem, solange ich kein Makler bin und so weiter, wo man eine Spekulationsabsicht unterstellen kann, dann ist es okay, weil es sind keine Zählobjekte, weil ich habe sie länger als 10 Jahre gehalten. Wenn ich heute 10 Objekte kaufe und sie nächstes Jahr wieder verkaufe, dann habe ich ein Problem, weil dann bin ich gewerblich tätig und dann muss ich dann alle Immobilieninvestments steuerlich anders behandeln. Und zwar dann fällt dieses Privileg des steuerfreien Veräußerungserlöses weg. Deswegen sagen wir immer in der GmbH Fix and Flip und privat, weil dann hat man das getrennt, dann die Objekte, die ich lange halten will, länger als 10 Jahre und dann verkaufen. Wenn man natürlich dann gewerblich tätig ist, muss man natürlich auch bei so Sachen wie beim Kaufvertrag darauf achten, dass es, wenn es ein Privatkunde ist, dass er natürlich 14 plus einen Tag lang Zeit hat, den Kaufvertrag zu lesen. Aber da macht sich der Notar dann Gedanken drüber. Das bedeutet also, bei der Fix-and-Flip-Strategie muss man sich wirklich Gedanken machen, wie strukturiere ich das Ganze. Das ist natürlich auch wichtig nachher für den Exit. Und dann muss man das laufend kontrollieren. Steht der Markt außerordentlich gut? Kann ich mich vom Teilvermögen trennen? Steht der Markt schlecht und die Immobilienpreise sind gerade im Keller, kann ich eventuell nachkaufen? Und dazu muss man natürlich dann, und das ist die Kernaufgabe des Investors, Kontakte zu Hausverwaltungen, Maklern, irgendwelchen Dienstleistern und natürlich dann auch die Kontrolle des Hausverwalters, weil dann kann man vielleicht schon mal gucken, ist was mit dem Objekt, gibt es eine Streitigkeit, gibt es Probleme und so weiter und so fort. Und ich muss das natürlich dann auch wissen, wenn ich es verkaufe, falls da irgendwas ist, was ich verschwiegen habe, dann kann es auch zu einer Rückabwicklung führen. Deswegen ist es wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel geplant oder ungeplant, brauchst du auf jeden Fall einen Partner. Und das heißt, du brauchst vor Ort einen Dienstleister, einen Makler, am besten bringt er dir auch Objekte, aber dann sagst du auch, du bist mein Mann für den Verkauf, weil wenn du es dann wirklich schnell veräußern musst, dann weißt du ganz genau, wer das macht. Regel mal das Grundsätzliche zwischen deinem Dienstleister und dir, wie wird verkauft, welche Möglichkeiten gibt es, wie ist der Informationsfluss, was erwartest du, wie transparent soll er arbeiten, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen und dann ist man da schon vor der Welle. Ne? Guter Hausverwalter ist auch wichtig. Warum? Ich nehme es jetzt nochmal mit diesem Faktor 25 und was passiert eigentlich, wenn dort eine Kaltmieterhöhung nicht durchgeführt wird, wenn da was vernachlässigt wird. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel 1 Euro Miete, was kostet dich das, wenn jetzt jemand das Objekt für einen Faktor 25 einkaufen würde? Wir hätten ja dann 1 Euro mal 12, also 12 Monate mal Faktor 25 und das wären dann 300 Euro pro Quadratmeter und bei 100 Quadratmetern würdest du, wenn du 1 Euro Kaltmiete verschenkst, 30.000 Euro weniger bekommen, wenn jemand für Faktor 25 dir das Objekt abkauft. Und das muss nicht sein. Gut, das war jetzt das Tutorial. Ich hoffe, es sind viele Anregungen dabei, Impulse und auch Know-how, was dich weiterbringt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Abonniere unseren Kanal und ja, ich sage einfach die besten Investoren. Grüße aus Leipzig. Bis zum nächsten Mal.